Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge der Herr der Ringe Online. Ich habe jetzt mal versucht, dieses Kabedrim, Lachrim, Dach oder sonst irgendwas zu finden. Da ist nämlich der letzte Stallmeister, der mir noch fehlt und auch noch so ein Adlerhorst. Und auf dem Weg hier hoch, da ist mir tatsächlich unser Adlerfreund Fanglind begegnet. Also der sitzt ja eigentlich da in Tockwist. Also da haben wir ja auch noch Aufgaben. Vielleicht käme das ja ohnehin danach. Aber ja, jetzt bin ich dem sozusagen vorausgeeilt und komme hierher. Lasst uns diesen grässlichen Ort so schnell wie möglich verlassen. Erkundet weiter. Der sagt, wir sollen ihn verlassen und die Aufgabe heißt, erkundet mal weiter. Ja, wir sind nämlich hier drüben. Ich wollte nämlich schon immer mal hier hinten hin. Denn ja, wie gesagt, hier ist noch ein Stallmeister, den ich noch nicht entdeckt habe. Und hier ist noch ein Adlerhorst, den ich nicht entdeckt habe. Und deswegen wollte ich hier ganz gerne mal hin. Unsere andere Aufgabe war, wir sollten hier Avan-Kadaver sammeln, habe ich gemacht. Und die sollen wir jetzt hier auslegen. Das hier ist irgend so ein Trolllager. Allerdings habe ich da irgendwie, glaube ich, schon Trolle und den Boss und sowas mal besiegt, als ich da mal vorbeigekommen bin. Uns fehlt tatsächlich nur noch ein kleines Fitzelchen und wir wären zum ersten Mal mit Millimark im Endlevel. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich, da ist er ja schon wieder. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich im Endlevel war, das war bei 85 oder irgendwie sowas oder 95. Wir haben zu viel Zeit an diesem Ort verbracht. Ich beeil mich ja schon. Weil da vorne versperrt euch allein Fanglind den Weg. Glück auf eurer Seite sein, zum Freund. Ende von Kavadrim-Dings. Ja, wie gesagt, ich will ja gerne zu dem Stallmeister. Es ist nicht mehr so weit. Wir müssen aber, glaube ich, noch irgendwie rüber. Oh, das sieht doch nett aus da hinten. Cool. Der Weg müsste dem Tal mit Brücken und Häusern. Wie kann das sein? Mündet in einem Tal. Wie kann das sein? Na, weil jemand den gleichen Weg vorher schon gekommen ist und dann da gesiedelt hat. Ja, irgendwie gibt es hier ja ständig irgendwelche Hinweise auf Hobbits. Vielleicht wohnen hier ja Hobbits. Ich meine, wenn ich mir die Laternen so angucke und die Mühlen, hier wohnen doch Hobbits. Ein Freund von Fram. Der Blick eines Adlers ist schärfer als sein Schnabel. Sucht ein Lindelby nach den Hobbitlern. Na bitte, das ist doch perfekt. Eine Hobbit-Aufgabe für Hobbits. Wir haben hier irgendwas abgeschlossen. Die Quellen ist Langflut, wahrscheinlich irgendwie Entdecker. Entdecker-Dings. Wir haben 5 Punkte, wir haben beim letzten Mal schon 10 gemacht. Krieger der Quellen. Oh. Es ist schön, das Dorf ist nicht allzu weit von hier. Ich bin ja schon da. Ich bleib hier. Es ist herrlich. Hier ist sogar ein Markstein. Bauernhaus sieht verlassen aus. Wo sind die denn alle? Sieht doch in gutem Zustand eigentlich. Es heißt, dass Lothar Tiudrix junger Enkel Freundschaft mit dem Vertreter dieses scheuen Volkes schloss und einige Zeit bei ihm lebte. Es ist herrlich. Kamine rauchen, aber die Türen sehen fest verschlossen aus. Es wurde braucht, bei den Aituda Schuhe und Umhänge draußen abzulegen, da man hoffte, das kleine Volk würde sie flicken. Das sind keine Kobolde. Die Aituda und die Holbitlan bekannt. Lächerlich, als ob das irgendwelche Kobolde wären. Könnte das Haus des Dorfvorstehers sein. Und da ist sie ja auch. Madelgard Tuka, auch noch ein Tuk. Ich bin Großmutter Madelgard Tucker und ihr kommt mir irgendwie bekannt vor, aber ihr seid dennoch ein Fremder. Ich spreche nur mit euch, da ihr mit dem Adler befreundet seid. Wir haben große Achtung vor dem Adler, aber weniger viel vor Fremden. Vielleicht würdet ihr unsere Gunst steigen, wenn ihr etwas für Lündelby, ja doch so heißt es hier, tut.
Wisst ihr, ich habe hier in der Gegend einige neugierige Billwisse bemerkt. Wenn ihr sie vertreibt, könnt ihr nachts ein wenig ruhiger schlafen. Bezwingt für Maddie neugierige Billwisse. Tukas Set. Ich darf noch nicht rein. Oh, es ist so süß hier. Aha. Ihr seid also unsichtbar. Nummer 1. Waren ja nur 4. Nummer 2. Hier ist irgendwo noch einer unsichtbar. Ah, da. Nummer 3 und... Hier war doch gerade noch ein Punkt. Ich habe den doch genau gesehen. Ah. Zack, Nummer 4. Hier ist ja noch einer. Egal. Finde ich eigentlich ziemlich cool, wenn es wirklich so ist, dass sich pro Aufgabe hier der ein oder andere mehr freischaltet. Irgendwann kannst du den Händler benutzen, irgendwann kannst du den Stallmeister benutzen, weil die dir halt immer mehr vertrauen. Finde ich ziemlich cool. Es hat sowas wie, wie ist das, dieses eine Dorf, was man da bei den Rohirrim aufbauen sollte. You sent those goblins running? Well, to be honest, I did not expect you to help us at all. Lernt Heldrick Tucker kennen. Da drüben. Ja, hier stehen jetzt noch ein paar mehr. Oh, cool. Ja. Heldrick? Hallo. Das ist ein Mädchen. Hätte ich jetzt nicht gedacht bei dem Namen. Probiert das Lündelbier Nordblatt. Okay. Warte, dafür muss ich mich aber absetzen. Wie ist denn euer Zeug so? Was macht ihr denn für Figürchen? Gar keine. Ach, die Sorte ist lecker. Findet ihr nicht auch? Hubos Bärenbär. Einfach großartig. Alte Adlerschwinge. Coole Klamotten auch. So, ne? Ich nehme das hier. Ach nee, ich krieg sie alle. Auch nicht schlecht. Ich brauche aber dringend mal einen Händler bei euch, denn ich bin schon wieder so dermaßen überfüllt. Ha. Sehr schön. Okay. So, jetzt lernt Ogiva-Tucker kennen. Das sind die alle verwandt. Alles Tucks hier. Guten Tag. I have never met a stranger before. Pflückt Äpfel. Na klar. Wo denn? Da. Oh, es ist so herrlich. Ich bin absolut vollkommen begeistert. Das ist genau die Art von Aufgaben, die ich liebe. Ich meine, ich spiele ja nicht umsonst einen Hobbit. Das ist genau so Hobbit-typische Aufgaben. Toll. Ja, zum Zugucken ist es jetzt natürlich nicht immer so wahnsinnig spannend, aber es ist einfach so nette, entspannte Aufgaben. Und dabei hört man dann am besten das Herr der Ringe Hörbuch. Apfelbottich. Sprecht mit Ogiva Tucker. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja, wir können ja dann, wenn wir hier ein bisschen was gemacht haben, mal gucken, ob dann inzwischen die Stallmeister auch da sind. Aber ich habe schon den Eindruck, dass hier mit jeder Aufgabe mehr Leute dazukommen. Ich weiß von euch, dass ihr die reifen Äpfel für mich gepflückt habt. Lern Villa-Tucker kennen. Ach, nur allzu gerne.
Dem müssen wir jetzt bestimmt beim Ernten helfen oder mit den Mäusen. Genau, lästige Bergmäuse vertreiben. Aber so viele gibt es davon gar nicht, ne? Die sind aber ganz schön tough. So, eine ist es noch, aber die haben wir schon im Fokus. Da drüben. So, sehr schön. Sprecht mit Villa Tucker bei Lindelby. Sind die Händler inzwischen hier? Nee, die sind zum Beispiel noch nicht da. Dann sind die Stallmeister vermutlich auch noch nicht hier. Da haben wir wahrscheinlich einfach noch nicht genug gemacht. Wir müssen wahrscheinlich erstmal jeden kennenlernen. Na, da oben wäre. Ah, doch, da ist er, der Stallmeister. Ich sehe das blaue Schild. Yes. Falls mir was passiert. Ah, das ist das Pferd von hier. Seid gegrüßt. Naja, ist mir ein bisschen zu peppig. Ihr müsst die Aufgabe Willkommen in Lindelby abschließen. Okay. Ich glaube, da sind wir aber dabei. Die Spitzmäuse sind alle fort? Lernt Valarik Tucker kennen. Valarik Tucker. Freut mich, euch kennenzulernen. Das Ich soll habe ein eine Mann Frage. sein? Nun, zwei Fragen. Holt einen Picknickkorb und holt die Picknickdecke. Hier ist die Decke. Da ist der Korb. Wollen wir jetzt picknicken? Findet einen geeigneten Ort für ein Picknick. Ja, gerne. So lernt man sich doch am besten kennen. Wie schön. Ein guter Ort für ein Picknick. Oh. Ein guter Ort zum Auspacken. Und jetzt ist es hoffentlich auch noch ein guter Ort zum Essen. Ja, ihr stimmt zu oder nein, ihr stimmt nicht zu. Danke, dass ihr mich zu diesem Picknick begleitet habt, Millimack. Es ist schön, mal mit jemandem zu sprechen, der nicht von hier stammt. Tut mir leid, dass ich euch hier herausgeschleppt habe, aber wenn ich euch die Fragen im Dorf gestellt hätte, wäre sofort Gerüchte aufgekommen, dass ich das Dorf verlassen will. Aber ich will Lindelby nicht verlassen. Ich bin einfach nur neugierig. Nun, wie dem auch sei, meine erste Frage ist: Seid ihr schon viel in der Welt herumgekommen? Ja. Ihr habt sicher schon ganz viele verschiedene Orte gesehen. Allerdings. Wie interessant, das muss ich sagen. Ich habe nur ja gesagt. Aber ich habe noch eine Frage. Gibt es jenseits von Lindelwiel viel zu sehen? Ja. Das dachte ich mir schon. Vielleicht sollte ich irgendwann auch einmal auf Reisen gehen. Eine weitere tolle Geschichte über ferne Länder. Ich hatte nie gedacht, dass es dort draußen so viel gibt. Eine Frage hätte ich noch, wenn ihr einverstanden seid. Gibt es da draußen hohe Berge? Auch. Ich liebe die Berge. Es ist schön zu wissen, dass es da draußen noch mehr Berge gibt. Der hat ja komische Fragen. Ihr habt faszinierende Geschichten über das Leben jenseits von Lindelby mit mir geteilt. Danke, Millimack, dass ihr mir so viele Dinge gegeben habt, über die ich nachdenken und von denen ich träumen kann. Na, gerne doch. Lernt Otgar Tucker kennen. Ich habe nichts zu essen bekommen. Ich mag Frösche. Aha, 8 Frösche fangen. Okay. Vermutlich da unten irgendwo. Das ist eine Ziege, kein Frosch. Da habe ich doch schon irgendwas gesehen. Frosch, 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 Frosch. Die sitzen hier wirklich auf den Blättern, ne? Und am Rand. Niedlich. Die Boote. Oh, ist das süß.
So, der letzte Frosch. Es gibt mehr, als wir brauchen. Plöpp. Und jetzt sollen wir dem die Frösche wieder zurückbringen. Na klaro. Ich frage mich, was er damit macht. Ja, ich finde es äußerst entspannt, mal hier solche tollen Aufgaben machen zu können. Das ist einfach Balsam für die Seele nach so vielen Kämpfen. Nee, wobei jetzt, wo wir diese tolle Waffe haben, ist das Kämpfen ja auch nicht mehr so ein Problem für mich. Aber zwischenzeitlich war das, also hätte ich mir sowas hier echt mal gewünscht, um dann damit mal so ein Level zu machen. Mit so easy peasy Kram. So, bitteschön. Frösche. Oh, seht nur die ganzen Frösche, wie sie sitzen und hüpfen und quaken. Tatsächlich, jetzt sitzen die hier alle. Erna, nee, Erma. So, wir können ja mal gucken, vielleicht sind ja inzwischen auch Händler da, aber wahrscheinlich sind die auch erst da, wenn wir hier diese Aufgabe abgeschlossen haben. Nee, Schmiede und Reliktmeister und so weiter. Okay, cool. Ich habe da fangt Hühner. Hey. Okay. Wir gucken mal kurz, gibt es hier auch einen Dings? Ein wundervoller Tag, nicht wahr? Da ist ein Huhn. Einen Händler für irgendwelche Rufgegenstände oder so? Halt, hier geblieben. Aha, so läuft hier der Hase. Mann, das geht nicht, wenn ihr euch bewegt. Wollte mich ja auch gar nicht bewegen. Boah, ich verstehe ihr Problem. Ich kann das einfach nicht auswählen. Das rennt immer genau dann um die Ecke. Kann man dich mit irgendwas... Ah. Ha. Okay, sind die anderen auch so nervig. Bleib stehen. Jetzt bleib doch stehen. Na also. Okay, wir haben die Hühner. Ne, das mittlere hat sich überhaupt nicht bewegt. Sehr angenehm. Bitte. Sieht ein bisschen lotterig aus hier. Ihr habt mir meine Vögel wohlbehalten zurückgebracht. Aha. Ubo. Ach nee, Mann, Bolger. Das ist ja mein Ding. Na, kein Bolger, wie im Auenland, sondern ein Bolger. Aber trotzdem einfach nur cool. Für uns alle in Windelby ist Fischreusen, fein. Fische sammelt Köderwürmer. Ich dachte doch, da sind auch noch Reusen, da wird man auch noch Fische fangen müssen. Ein Wurm. Der zappelt. Ih, guckt euch das an. Witzig. So, Reusen hatte ich doch schon gesehen. Genau. Na gut, dann vertreiben wir uns hiermit erstmal ein bisschen die Zeit. So, wir haben alles beschafft, was er haben wollte. Wir sollen jetzt alles noch hier in Eimer sortieren. Fische in den Fischeimer, Köder in den Ködereimer. Ich hoffe, er verwechselt das da nicht und isst dann die Würmer und angelt mit Fisch. So, Mr. Bolger. Oh, wie wunderbar. Schaut euch nur die ganzen Köder an. Oh, wer jetzt? Gisla Bolger. Ist das meine Mutter? Die heißt ja ganz ähnlich. Nur, dass sie nicht Bolger heißt. So richtig irgendwie ordentlich vorgehen tun wir auch nicht, ne? Ah, die will bestimmt was backen. Brot oder Kuchen. Ist Ubo wieder beim Angeln? Ja, Kuchen essen. Bringt die Kuchen zu Madelgard. War doch die hier, ne? War das nicht die? Nee, wer? Okay. Aha. Müssen wir irgendwem aus dem Weg gehen? Nee, ne? Madelgard war doch die erste. Die Großmutter.
Das ist wie im Auenland. Jetzt müssen wir schon Kuchen durch die Gegend schleppen. Bitteschön. Nehmt den Kuchen vom Tisch. Hä? Von welchem Tisch? Wieder zurück, von wo ich hergekommen bin. Ja. So, wir sollten jetzt den Kuchen zu jeweils jemand anderem bringen. Also jeder hat jetzt hier einen bekommen. Das sind natürlich nicht jeder, aber drei insgesamt. Sprecht mit Gisela Bolga. Ja, aber ich denke, wir kriegen auf jeden Fall unser Level ab, wenn wir hier dieses Willkommen beendet haben. Alle Kuchen sind ausgeliefert und kein Stück ist auf den Boden gefallen. Badehild Bolga kennen. Badehild. Also wenn jemand mal ein paar ausgefallene Namen für seine Kinder sucht, dann sollte er einfach mal Herr der Ringe spielen. Sammelt Nadelheide-Ringelblumen. Was ist das denn bitte? Ringelblumen oder Heide? Das ist ja schon ein gewisser Unterschied. Ah ja, hier sind sie ja. Schön ist das hier auf der Wiese. Oh, ist das toll. Die Farben, das sieht so gut aus. Dieses Blau und Orange, das passt so super zusammen. Ach, traumhaft. So, jetzt sollen wir das Ganze noch in Pflanztöpfe tun. Wobei das hier für mich jetzt ja auch kein Topf ist. Es ist ja eher nicht schon so eine Terrasse. Gut, das machen wir. Und dann reicht es aber, finde ich, irgendwie langsam. Wir haben jetzt hier einmal den ganzen Ort umgestaltet. Ja, es hat auch so ein bisschen was von Hafergut, ne? Da gibt es auch Blumen sammeln und dann den Markt herrichten, Tröge bepflanzen und so weiter und so weiter. So, Badehild, wir haben gepflanzt. Legt Wurmkadaver, ne, lernt Fastradatuka kennen. Mit Tucker waren wir doch schon durch. Gebt euch zum Pavillon in Lindelby. War das nicht der hier unten? Hier der? Es ist an der Zeit, euer Bestes zu geben. Singt. Erzählt eine Geschichte. Macht einen Handstand. Sprecht mit Fastrada. Ja, jetzt ist hier richtig Leben in der Bude. Cool. Gerade eben war ja noch ganz leer. Wir haben es geschafft. Nee, doch nicht. Lernt Kolda Tucker kennen. Oh, es gibt immer noch einen Tucker. Hört ihr das Heulen? Das ist der Nebelheuler. Aha. Als Fokus nehmen. Ich dachte, der wäre ein Schurke, weil er da so hockt. Aber offenbar nicht. Wie weit? Och, 200 Meter, ey. Ach, guck, hier ist aber auch noch irgendwie ein Haus oder... Ist ja nicht mal Elite. So ein schönes Hündchen. Ihr habt eine große Tat für die Bewohner von Lindelby vollbracht. Und wo kommt man hier theoretisch hin? Gucken wir mal ganz kurz. Vielleicht geht's hier mal irgendwann irgendwo hin. Wer weiß. So, Freundchen. Kein Grund mehr, hier so rumzukauern. Lernt Hubaltucker kennen. Ich befürchte, wir müssen hier mal Schluss machen. Das hört einfach nicht auf. Es scheinen irgendwie 300 Hobbits hier zu sein oder so. Also ich finde es schön so, ich für mich kann hier noch ewig so weitermachen. Aber ich befürchte einfach, dass es jetzt nicht so wahnsinnig ereignisreich für euch ist zum Zugucken. Oh, ein Schmied. Ein Schmiedehobbit. Gibt's sowas?
Sammelt im Nebelgebirge Edelsteine? Im Nebelgebirge? Moment mal. Ah, okay, so sieht das aus. Gut, ich dachte schon, wir müssen hier bis sonst wohin. Ja, gibt es denn hier irgendwann mal eine Verbindung zum Nebelgebirge oder was? Na, das wäre ja mal mega cool. Okay, die letzte Ader. Zack. So, die Schmiede war doch gleich hier. Poliert die Edelsteine am Schleifstein. Muss man das jetzt auch 10-mal machen? Ich hoffe nicht. Legt die polierten Edelsteine in ein leeres Fass. Tja. Mal gucken, wie die jetzt aussehen. Oh, der Deckel ist zu. Nehmt das Tributfass an euch. Tribut? An wen zahlt ihr denn? Bringt das Fass zum Ehrenfelsen. Aha. Was ist denn hier los? Guter Ort für den Tribut. An den Adler oder was? Landrover sitzt auf dem Felsvorsprung. Landrover sitzt auf welchem? Ach, da. Die zahlen Tribut an die Adler. Das finde ich ja irgendwie uncool. Sprecht mit Landrover. Sprecht mit Hubaltucker. So, wir sind wieder da. Habt ihr mit diesem Adler gesprochen? Ja, wie sollte aufregend? Ich nicht? Sprecht mit Anna endlich. Das ist doch die alte wieder. Huch. I am glad that the home. Boah. Zum Abschied? Warum denn? Darf ich jetzt rein? Ha, ich darf rein. Ich will dir nicht winken. Ich bin ja gerade erst angekommen. Das gucken wir uns hier noch an. Dann ist aber Schluss für heute. Ist das cool. Das ist so toll. Der Wahnsinn. Lündelby. Toll. Super geiler Ort. Tja. Tschüss. So, die hat aber doch noch mehr Aufgaben, oder was? Wischt in Tralalas zu Hause ordentlich Staub? Es ist so klasse, ich liebe es. Gut, okay, also wir sind hier bei den Hobbits angekommen. Wir können jetzt auch die Schnellreisen benutzen. Wir können mal gucken, ob da unten der Adler ist, aber ich glaube nicht. Also der Adlerhorst, Flugpunkt. Keine Ahnung, wann man den benutzen kann. Ich sehe den Adler, ja, aber ich kann ihn... Ich sehe ihn, also nur auf der Karte. Ich sehe ihn leider nicht in echt. Müssen wir vielleicht noch irgendwie eine andere Aufgabe vor... Huch. Was? Ach, guck an, jetzt ist er da. Zack, der Kerrock. Ach, das ist ja auch cool. Fliegst du wieder weg, wenn ich weggehe? Oder bleibst du da jetzt? Ne, der bleibt da jetzt, ne? Okay, cool. Ja, sollten wir dir vielleicht auch winken? Wer weiß? Jo. Ja, dann würde ich doch sagen, haben wir heute wirklich viele, viele gute Taten vollbracht hier in... tja, Hobbing ist es ja nicht. Name aus, Name ein, okay. Nicht im Auenland, sondern in Lindelby, in der Nähe vom Nebelgebirge. Und ich bin absolut begeistert, dass wir hier auf so viele tolle kleine Hobbits getroffen sind. Und würde sagen, dass an dieser Stelle für heute erstmal wieder Schluss ist mit der Folge. Ich werde denen hier mal freundlich zuwinken, alle, die irgendwie einen Namen haben. Und beim nächsten Mal wischen wir dann hier Staub. Wir sind inzwischen Level 129 und haben nur noch ein einziges Level, bis wir endlich mal im Endlevel angekommen sind. Ich bin absolut begeistert. Freut mich wirklich sehr. Für mich ist jetzt der 2. November. Am 10. November soll Gundabad rauskommen. Da bin ich natürlich auch gespannt, ob das dann auch tatsächlich der Fall sein wird. Aber ich denke schon...
Ich meine, die haben sich hier noch nie irgendwie verspätet, oder? Haben die schon mal irgendwie ein Datum nicht eingehalten, was sie einhalten wollten? Kann mich nicht dran erinnern. Da sind die eigentlich jetzt recht zuverlässig. Ja, dann könnt ihr mir wie immer gerne ein Like da lassen oder ein Abo für den Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play der Herr der Ringe Online. Bis dann, ciao, ciao.